Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Ja, in der letzten Folge haben wir der Tochter von der grauen Mutter die letzte Ehre erwiesen, waren nochmal an dem Versteck oben gewesen an der Brücke, haben uns jetzt soweit auch völlig ausgerüstet und werden uns jetzt auf den Weg machen in das verlorene Paradies. Dazu werden wir jetzt auch losgehen, keine Zeit verlieren. Wir haben den Großteil der Sachen haben wir jetzt weggelassen. Wir haben jetzt so weit mitgenommen, was wichtig ist, und werden uns jetzt Richtung Tankstelle begeben. Oh, das könnte jetzt noch mal dunkel werden. Da könnten wir uns an der Tankstelle noch mal auffrischen und von der Tankstelle aus dann am nächsten Tag dann losziehen. Wäre jetzt so meine Recherche, die ich so angehen möchte. Und das werden wir jetzt auch mal gleich tun und hoffen, dass wir jetzt keinem Wolf begegnen. Ich glaube, dann war es das auch aus der ersten Episode soweit. Ich dachte, dass der LP ist dann noch vorbei und so. Hab mich dann aber jetzt erstmal gesehen, weil letztens jetzt ganz kurz da stand Episode 1 in meinem Spielladen. Dann sehe ich, okay. Ich glaube, es gibt derzeit drei veröffentlichte Episoden zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das gerade aufnehme. Und am 6. Oktober soll sogar die nächste Episode erscheinen, also die vierte. Also wird noch eine Weile so lange da geben. Oh, komm bitte, Wolf, nicht jetzt dort. Verzieh dich mal. Nicht jetzt an der Tankstelle, wirklich. Na, wunderbar. Genau. Boah, zwei gleich? Wollte mich jetzt rollen? Na, das ist der wahrscheinlich aus dem Dorf, ne? Dein Hirsch liegt noch da. Hirsch oder Reh? Ich glaube, war ein Hirsch. Ja, umlaufen wir ihn erstmal wieder schön. Und gehen von hinten an der Tankstelle am besten ran. Wäre, glaube ich, am sinnvollsten. So, dann gehen wir mal hinein. Und werden uns dann erstmal noch mal ein bisschen aufwärmen und Co. machen. So. Schleifstein hatte ich ja leider nicht gefunden. Das wäre jetzt eigentlich ganz gut gewesen. Wir haben noch ein bisschen Zedernholz, wo wir noch ein bisschen was abbrennen können. Stimmt, eine Metallsäge habe ich auch nicht gefunden, ne? Ah, hier. Die können wir ja auch noch mal öffnen. This will come in handy. Eine Windjacke. Und ist der Wollmütze. Okay, sollten wir vielleicht noch mal hineinschauen. Ich glaube, hier ist nichts mehr weiter gewesen jetzt. Hm? Ja, sollten wir dann mal vielleicht noch mal jetzt hineinschauen. Was sind denn das für Sachen? Nee, da rein, da rein. Die bringt 0,6. Meine Mütze bringt jetzt 1,5. Schal bringt 1. Und der dann bringen. Bitten der dann strikt typisch kanadisch. Ey, jo. Haben wir denn noch Stöffchen? Ist hier noch Stöffchen? Oder haben wir den Stoff schon entfernt gehabt? Das ist jetzt die Frage. Danach richtet sich, ob ich die noch versuche zu operieren, aber ob ich sage, ich lasse sie dann hier. Eine Bügelsäge, ja gut, das ist ja klar. Hey, ist noch Schokoriegel, den ich vergessen habe. Zwei sogar. Ah, nehmen wir erstmal mit. Das war Hahn, war. Sieht mir jetzt aber nicht nach irgendwie sonderlich viel Stoff aus hier. Oh. Methuselah ist weg, wie es scheint. Okay, wo ist denn der jetzt hin? Gut, also Stoff haben wir jetzt hier, wie es aussieht, nicht mehr. Ja, ich bin jetzt am Überlegen. Die ist 0,25 schwer. Wir sind eigentlich noch im Rahmen. Vielleicht sollten wir das erstmal mitnehmen. Die hält den Wind gut ab. Hier haben wir aber zwei.
ist jetzt gerade. Ja, ist ja äußere Schicht. Nee, ich glaube nicht. Lassen wir mal hier. Die können wir noch mitnehmen, da können wir noch mal nachtesten. Aber alles andere bringt jetzt eigentlich keinen Mehrwert. Wir haben es jetzt. Höchstsonne ist es eigentlich. Ich habe eigentlich nicht die Lust, wenn ich genau mal wissen könnte, wie spät es ist. Irgendwo eine Uhrzeit. Ich bin satt. Es ist gefühlt 18 Grad. Na, das geht ja. Da ist der Schutz, den ich habe. Ich habe einen Wärmebonus von 17 Grad. Fackel, wenn ich bauen wollen würde, bringt mir jetzt aber auch alles nicht viel. Die haben wir jetzt aber auch noch nicht alle gemacht, ne? Könnte man jetzt eigentlich auch noch angehen. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wir können jetzt schon mal nach draußen. Ist jetzt halt die Frage. Gehen wir die anderen noch an oder gehen wir ins nächste Kapitel darüber? Eigentlich müsste man. Ich bin so einer, eigentlich mag ich die Dinger fertig machen. Ich habe jetzt gesagt, wir gehen nächste Gebiet rein, aber jetzt habe ich gesehen, diese Nebenquests sind noch. Das haben wir jetzt, sage ich mal, fertig in der Hauptstory. Und jetzt sind wir ja hier das verlorene Paradies. Aber Luckpolling-Tee, wo kriege ich denn das her? Bartflechtenverband? Also das könnte ich mir vorstellen, kriegen wir noch weiter entfernt dann, ne? Also in einem anderen Gebiet. Aber die Bankfächer, aber wo kriege ich denn jetzt die Schlüssel her? Müsste ich jetzt alles absuchen. Ich habe jetzt eigentlich von der Sache her so abgetimt, dass ich nicht mehr. Ich hätte jetzt hier noch einen, wo ich hin könnte. Von den Häusern her wäre jetzt noch hier drei. Hier noch einer. Ich hätte noch die ganzen Kofferräume, ja. Da stelle ich mir jetzt die Frage. Egal, wenn ich jetzt alleine rumdaddeln würde, würde ich einfach hin und her laufen und es lassen. Aber so. Weißt du was? Scheiß drauf. Sag ich es mal ganz vulgär, wie es ist. Scheiß drauf, wir gehen nochmal zurück. Ich will gucken, ob wir die Bankschließfächer nicht noch öffnen können. Das hat schon was. Also ins neue Gebiet wäre jetzt cool, aber wir müssen die Bankschließfächer öffnen. Komme ich nicht drum herum. Das geht nicht anders. Es ist so ein innerlicher Drang, wo ich sage, okay, die muss ich mitnehmen. Hab ja auch eine Brechstange. Und dann müssen wir das machen. Das geht nicht anders. Zumindest können wir es ja versuchen, ob wir die Schlüssel finden. In den letzten Häusern. In den Autos und in den letzten Häusern. Versuchen wir jetzt die Schlüssel zu finden. Finden wir sie nicht, dann gehen wir ins nächste Gebiet über. Aber erstmal würde ich schon gerne versuchen, die mitzunehmen. Wir hatten uns zwar von der grauen Mutter verabschiedet, aber egal. Okay, ich hätte vielleicht vorher schon ein paar durchsuchen sollen, oder? Genau was drin? Guck, weiter außen müssen die sein. Bürger jetzt drin, also ich höre sie nicht sehr nah. Toll. Soll ich mir Zeitungspapier im Kofferraum? Notiz zum milden Geheimversteck. Mein Liebe, dieser brummige Idiot an der Orga-Tankstelle hat die Hintertür offen gelassen. Da habe ich mich reingeschlichen und was mitgehen lassen.
Dachte, wir könnten es bei unserer Flucht gut gebrauchen. Ich kann es kaum abwarten, mit dir aufs Festland zu gehen, damit wir endlich echt zusammen sein können. Wir treffen uns wie geplant morgen Abend. Die Sache habe ich bei dem großen, umgestürzten Baum im Sumpf hinter der St. Christopher Kirche versteckt. Du weißt schon, wo wir uns mal getroffen und die Schmuggelware deines Vaters getrunken haben. Aha! Jo, und wieder was gefunden. Was wir noch mitnehmen können. Sehr gut. Habe ich jetzt nicht erwartet, aber gut. Ich habe noch nicht alle Autos durchsucht gehabt. Das ist jetzt, genau, eine aufgerollte Zeitung. Willst du mich ärgern? Ich suche eigentlich die Schlüssel. Nur ein paar Schlüssel. Ist auch nichts weiter. Ist ja gut jetzt. Hört auf, mich nervös zu machen. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwo in der Nähe? Immer ein bisschen lauschen ab und zu. Ich habe wirklich keine Lust, mich von so einem Hund angreifen zu lassen. Habe ich den nicht schon durchsucht? Ja, genau. Hier waren wir ja schon so weit drin, aber haben die Kofferräume nicht durchsucht. Der ist auch schon leer. Gut. Die ab. Nö, getroffen ist der jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, den habe ich auch schon so weit durch, ne? Genau. Weil da hat jetzt auch nichts rumgelegen. Sehr gut. So. Schauen wir mal noch das Auto da hinten. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich noch die Häuser finde. Überlegung, kriege ich die Bankschließfächer bestimmt nicht aufgestemmt mit meiner Brechstange, oder? Glaube ich zwar nicht, aber man könnte es ja mal versuchen. Aber die Häuser, wie gesagt, stehen ja auch noch. Ja gut, die Frage ist, ob wir reinkommen in den Häusern. Ist ja auch hier wieder voll verriegelt, manche Sachen. Der Wolf ist zumindest nicht mehr da. Rote Zeitung bringt mir jetzt nicht viel. Na gut, die Wölfe sind jetzt recht weit weg. Hier komme ich nicht rein. Okay. Ist ja die Schule. Und hinter der Schule, in dem Gebiet, waren noch Häuser, wie es scheint. Habe ich die gesehen? Nee, hatte ich eigentlich nicht gesehen. Hier war ich drinnen gewesen, in dem Gebäude. Ah. Das ist es. Dieser Lackpolling. Also scheint der an Baumstümpfen zu wachsen. Nächste, nächste Mission, die wir auch noch erledigen können. Drei soll ich kochen, hieß es ja, ne? Und da hinten ist auch noch einer. Dann nehmen wir den mal gleich mit. Antibiotische Wirkung. Ist ja mal gut. Was war das andere Ding noch? Was war denn das andere noch? Achso, Bartflechten verbannt. Bartflechten verbannt. Bartflechte. Wo finde ich denn? Bartflechte, was ist das? Müsste ich mal schauen, was Bartflechte ist.
Wenn ich mich mit dem auch noch ein bisschen auseinandersetze. Ach, das Coole ist, guck mal, die Temperatur. Wir können die ganze Zeit jetzt draußen laufen, haben keine Probleme mit der Kälte. Wird also ideal erstmal gekleidet. Einziges halt Hunger, Durst und Wachsamkeit. Bartflechte. Könnte das irgendwas in der Nähe vom Wasser vielleicht sein? Oder hier im Schilfbereich? Müsste ich mal gucken. Da hinten rein kam ich ja auch noch nicht, ne? Wegen dem Wolf eigentlich. Ah, okay, stimmt, das waren die Dinger. Wo soll ich denn jetzt dann noch die Schlüssel finden? Boah. Jetzt sind wir ziemlich nah an. Weil ist er eigentlich recht weit weg, der Hund. Da sind immer mehr Wölfe. Immer mehr hier. Okay, hier war jetzt nichts weiter. Wo ist denn jetzt das Versteck eigentlich von denen? An der Kirche. Kirche. Hab ich die Möglichkeit, hier hinten durchzulaufen? Sind wir mal ein bisschen gewartet? Boah. War der Schrocken. Ich glaube, das war der Rucksack gewesen, ne? Ich würde mal, einfach nur, damit ich mich sicher fühle. Nur damit ich mich sicher fühle, das Ding mal nehmen. Ich müsste sie zumindest ein bisschen angucken können. Falls ich doch mal einem von den Wölfen begegne. Warum habe ich denn immer dieses rote Zeichen? Das heißt eigentlich, dass ich mich verletze. Ich höre schon wieder Wölfe. Jetzt hatte ich Glück gehabt mit denen. Okay. Hier scheint keiner aber zu sein bisher. Ja, dann haben wir noch mal ein bisschen Erkundungsaspekte eingebracht. Aber ich wollte gucken, ob ich vielleicht die Möglichkeit finde, vorher alles mal abzusuchen. Vielleicht findet man ja dann doch etwas. Das wäre schon cool gewesen, aber hier irgendwo soll es sein, ja? Da. Wegstecken. Aha, here it is. This will keep the lamp burning. Oh. Und nur als Nahrungsweg. Okay, Nähzeug, Stoff. Huch. Hochwertige EPA. Die streng genommen echte Lebensmittel enthält. Sorgt dafür, dass Soldaten nicht. Walla. Aber okay. Gut. Nicht schlecht. Die Autos hatte ich alle durchsucht, ne? Ja, ne? Ich glaube schon. So. Sonne ist langsam am Untergehen. Ist das Auto schon durchsucht? Sind wir noch nicht dieses Bartflechten? Okay, den habe ich schon. Hier drin habe ich was liegen lassen, wie es scheint. Eine Magnesiumfolie. Die sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Die sind nicht schlecht. Ah, ich bin langsam voll. Werden wir aber auch gleich ein bisschen ändern, wenn wir dann in der Kirche sind. Okay. Dann sind wir zumindest jetzt hier drin. Ich weiß jetzt nur nicht, haben wir denn noch hier die Möglichkeit? Das ist ein Karton. Hier kann ich irgendwie komischerweise nichts kaputt machen.
Können wir dann noch ein Regal? Okay, genau. Nehmen wir das Regal noch auseinander und dann mache ich mir mal hier ein kleines Lagerfeuerchen. So, Zünderbeutel, aufgebaute Zeitung. Nehmen wir noch ein bisschen da. Okay. Machen wir mal Feuer, ich hoffe, es geht. Feuer, Feuer. Pusten, pusten. Pusten, pusten. Gut, noch mehr pusten. Ja, sehr schön. Hat funktioniert. Dann fügen wir mal ein bisschen Brennstoff hinzu. Sehr schön. Schön warm. Im Garen. Was haben wir denn hier noch so Feines? Okay, da war jetzt nur Kochtopf. Wasser können wir mit Kochtopf. Warte mal, machen wir erstmal den dahin, ne? Könnte ich das alles machen? Nee, das will ich gar nicht. Warte mal. Was? Ich habe da diesen Pauling-Pilz gesammelt. Der ist nicht giftig. Und ich habe den wohin geräumt? Hier rein. Ah, okay. Tee zubereitet. Ja, aber wie kann ich denn daraus jetzt einen Tee machen? Warte mal. Garen könnte ich jetzt. Genau, warte mal. Wasser muss ich machen, ne? Wasser. So, ich mache jetzt daraus Garen. Zurücklassen. Der wird jetzt gegart und dann habe ich ja Wasser. Also, ist jetzt noch Eis und danach kommt der Wasser raus. Genau. Dann nehmen wir den auseinander in der Zeit. So. Nur ein bisschen Holz. Ne, da war ein Bett. Ein Buch. Ein Stuhl. Sehr schön. Ich den auch mal noch fix auseinander. Ich will für die Nacht noch ein bisschen Feuer haben. Brennstoff. Ach, noch ein bisschen Kohle rein. So, sehr schön. Dann haben wir schöne Wärme. Ein Buch noch rein. Ah, sehr schön. Ein bisschen Bücher verbrennen. Und noch ein bisschen Altholz. Auf jeden Fall ist es schön warm hier. Kann man mal sagen. Hätte ich noch ein Brett. Wollte jetzt eigentlich nicht zu viel zerstören. Die Mitteilung des Priesters haben wir ja. Okay. Können wir noch so mitnehmen. Also sind jetzt auch mittlerweile langsam wirklich ziemlich voll. Ich auch nicht damit gerechnet habe, dass wir jetzt so hier bleiben. So, jetzt könnte ich auch 6 Stunden schlafen. Das wäre auch schon mal ganz gut. Ja, ich bin jetzt überlegen. Plan wäre entweder, wir gehen jetzt hier nochmal zurück. Aber hier ist ja gar nichts. Ich finde jetzt auch nichts, wo noch ein Schlüssel sein könnte, ne? Wir haben jetzt im Endeffekt, die Dinger waren jetzt nichts. Hier war jetzt nur der Wolf drin. Es war ungefähr wie hier. Diese waren die Scheunen. Hier haben wir eigentlich alle abgesucht. Einzigste wäre, dass wir sagen, okay, was ist das hier eigentlich? Da war ich glaube noch nicht. Dass wir da noch einmal hingehen dann, wenn wir zurückkommen. Und dass wir dann vielleicht sagen, dass wir versuchen, es mit der Brechstange noch zu öffnen. Die beiden Varianten noch durchprobieren. Und wenn das dann nicht ist, na gut, dann gehen wir. Aber zumindest haben wir jetzt noch das Geheimversteck gefunden. Was jetzt nicht schlecht war, bin ich der Meinung. Also wir konnten damit schon mal ein bisschen was anfangen. Sehe ich so. 1 Minute bis zum Schmelz. 1 Stunde bis zum Siedepunkt. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Garen. Den Hagebuttentee habe ich schon, aber was kann ich denn jetzt mit dem Pauling zubereiten? Wie kann ich den jetzt zubereiten? Ja, wie kann ich denn daraus jetzt was zubereiten? Das ist ja für mich die große Frage. Oder geht das nur vielleicht, wenn ich irgendwo eine Werkbank? Wo noch eine Werkbank? Oder geht das nicht, warte mal, vielleicht nur am Ofen? Könnte das nur am Ofen gehen vielleicht? Wäre ja eine Möglichkeit, ne? Jetzt brauche ich bloß nicht das ganze Wasser da abkochen. Bringt mir ja nichts. Oder ich mache daraus Tee dann, aber ich habe keine Dosen mehr.
Hier habe ich erstmal noch Erdnussbutter. Damit kann ich mich erstmal wieder auffreshen. Die behalte ich noch. Ja, ich weiß. Du bist jetzt müdchen. Dann holen wir noch den hier ein bisschen. Den hier noch ein bisschen. So. Wird man zumindest erstmal wieder aufgefüllt. Das Trinken ist gleich leer. Vielleicht habe ich hier noch irgendwas. Hier war irgendwo noch ein Karton, ne? Bringt mir aber nur ein Zünderbeutel. Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir gar nichts. Gar nichts. Ich habe aber noch die Fließfäustlinge gehabt. So, nehmen wir mal mit. Ist immer cool. Jetzt hier nichts dabei. Guck mal, noch ein Buch. Bin noch für Feuer. Hier ist nochmal ein Karton. Das ist jetzt auch nicht viel wert. 5 Stunden geht das Ganze. 5 Stunden 52, 6 Stunden 12, 20 Minuten bringt so ein Buch. Okay. 6 Stunden. Da können wir auch nicht lange schlafen. Jetzt gib mir mal bitte mein Wasser. Oder warte mal, ich kann ja jetzt sowieso von mir hier trinken. Mal sehen, wie viel wir rauskriegen. Ich habe jetzt leider 2 Liter abgekocht und ich habe jetzt gerade mal so wenig verbraucht, ne? Hier stehen ziemlich knapp. Na gut, weil ich jetzt auch gerade müde bin und meine... verliere. Sind es noch 6 Stunden? Wobei, wenn ich den jetzt stehen lasse, ist das weg. Dann machen wir mal noch für die Nacht Kohle hinzufügen. Könnten wir 7 Stunden schlafen. Dann gehen wir mal jetzt 7 Stunden schlafen. Weil wir uns schön ausruhen und wach sind. Das Wasser müsste gleich puffen. Und da war's. So, jetzt haben wir noch ganz minimal, noch 9 Minuten haben wir noch Feuer, ein Gesangbuch. Der Text, der Himmel, dies ihre. Das lese ich jetzt nicht vor. Spalte Deutsch. Ah, Tag der Rache, Tag der Sünden. Wird das Weltall sich entzünden, wie sie Bill und David künden. Welch ein Graus wird sein und zagen, wenn der Richter kommt mit Fragen. Streng zu prüfen, alle Klagen. Laut wird die Posaune klingen, durch der Erde Gräber dringen, alle hin zum Throne zwingen, schaudernd sehen Tod und Leben, sich die Kreatur erheben, Rechenschaft dem Herrn zu geben. Mhm. Gut. Kann ich die Dinge auch noch verbrennen? Ne, warte, geht jetzt gerade aus. Mist. Jetzt leider nichts mehr. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal den hier an, ne? Dann haben wir noch ein bisschen Licht. Den Kochtopf können wir wieder aufheben. Wie spät ist denn das jetzt eigentlich? Ist doch tiefste Nacht? Ach du, Holy. Ja, platzieren wir da hin. Dann gehen wir mal noch 4 Stündchen schlafen. Dafür müsste das Ding noch reichen. Ich hoffe, dass dann hell ist und die Laterne noch brennt. Ansonsten ist es gleich dunkel. Ah, sehr gut. Die Laterne ist aber leer, glaube ich. Genau. Dann können wir die jetzt auch, glaube ich, befüllen. Ich glaube, unter Werkzeuge war. Laterne. Aktionen. Auffüllen. Ja, das geht. Das ist gut. So. Wir sind, glaube ich, hungrig. Erstmal das ein bisschen. Wir sind hungrig und durstig. Kleiner Frühstücksnack. Ja gut, ein Kaffee, ja, könnte man auch nochmal nehmen. Ist ganz gut. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen. Ich hätte jetzt mir überlegt, noch einen Riegel. Da sind wir auch soweit aufgefrischt. Und dann trinken wir mal nochmal ein bisschen was. Sehr gut. Wir sind erstmal wieder fit. Und begeben uns jetzt ganz... Ja, gehen wir jetzt da hinten das eine Häuschen besuchen, dann gehen wir erstmal zur Bank. Wir gehen erstmal zur Bank und gucken, ob ich die mit der Brechstange aufbrechen kann. Beziehungsweise gucken wir mal noch ganz kurz hier rein. Natürlich, ist nichts drin. Schade. Schade, Marmelade.
Ja, dann gucke ich mal in das Auto noch rein und dann habe ich eigentlich alles mitgenommen. Oh, oh. Rein da? Bleiben wir mal auch drinnen? Die habe ich jetzt gerade nicht gleich gesehen. Das war jetzt recht ungünstig. Lululu, du siehst mich nicht. Verschwinde. Hau ab. Mist. Eigentlich würde ich gerne mal ausprobieren, wie ich die Waffe gegen die man nutzen könnte. Wäre schon genial. Nee, entladen will ich nicht verwenden. So, bringt mir hier drinnen nicht viel. Wo ist denn der? War doch gerade noch da gewesen, oder? War der nicht gerade noch da? Bin ich jetzt blöd? Der war doch gerade noch da gewesen. Da ist er. Ha! Gut. Dann habe ich ja Glück gehabt. Dann stellen wir mal hier noch auf. Vielleicht ist da ja noch was Gutes drin. Auch nichts. Hm. Vielleicht noch irgendwas? Auch nicht. Schade. Das finde ich jetzt irgendwie doof. Die Schlüssel noch nicht gefunden. Also, wenn die jetzt irgendwie übelst versteckt sind, ist dann auch immer ein bisschen schwierig, weil du dann alles absuchen müsstest. Ich würde schon gerne ein bisschen vorbereitet ins nächste Gebiet dann gehen, ne? So, bin schneller weg von denen. Ich will eigentlich noch fix zur Bank. Vielleicht kriegen wir die ja aufgebrochen. Aber glaube ich ja nicht, das ist ein Banktresor. Aber wiederum, wenn du durch den Tresor durch bist, sind es ja nur noch die Schubfächer und so weiter. Ich weiß, sind die ja eigentlich nicht so stabil wie der Tresor ja selbst. Dafür hast du den Tresorschutz noch. Ja, das sehen wir ja dann gleich. Werden wir ja gleich erfahren. Was? Was? Okay. Ja. Also jetzt haben wir eigentlich alles abgesucht, bis auf irgendwo da hinten noch ein verstecktes Häuschen. Dann haben wir wirklich nichts weiter. So, dann gehen wir mal noch hier rein. Wir jungen schon wieder die Wölfe rum. Boah. Die Wölfe sind los. So. Leer, leer. Leer, 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 leer. Okay, ich kann die nur mit dem Schlüssel öffnen. Ich brauche die 20 noch. Und die 13. Okay, das will ich jetzt wissen. Bin ich einfach zu neugierig. Machen wir heute mal ein bisschen Überlänge. Ist ja auch nicht so schlimm. Dafür hatte ich ja versprochen, dass wir eigentlich über den Pass laufen. Aber machen wir jetzt ja nun doch nicht gemacht. Ich würde gern, also das Häuschen soll sich dahinter befinden. Dann gehen wir da mal jetzt hin. Hier ist noch ein Auto. Da waren wir auch noch nicht dran, ne? Ich hoffe immer noch, dass in einem der Autos vielleicht was drin ist. Okay. Hm. Ah, Mist. Ich steige nur schon so aus und bin trotzdem verwirrt, dass ich nicht da bin, wo ich wollte. Hier waren wir auch schon drin, das weiß ich. Häuser hatten wir eigentlich alle durchsucht. Nix. Und was haben wir hier noch? Auch nix. Mist. M-I-S-T. Mist. So. Den weiß ich auch noch was. Ist noch ein zerstörtes Haus. Wo
Wird wahrscheinlich wieder mal nichts sein. Das ist jetzt das Haus hier hinten drin. Ne? Nee, ist noch nicht mal okay. Boah. Ihr gebt mir auf den Keks, ihr Wölfe. Echt jetzt langsam. Müssen wir scheinbar mal hier hoch. Interessant. Hier ist nochmal eine schöne Hütte hier oben. Ein paar Sachen, die man da sehen kann. Nehmen wir mal diese noch mit. Kann ich ja dann mal damit was anfangen. Mal gucken wir mal in die Hütte. Ich wollte erstmal noch drumherum kurz absuchen. Wenn wir als letztes Unterfangen noch heute diese Hütte machen. Und dann haben wir das. Hier ist eine Kiste. Bringt mir nicht viel. Hier ist ein Bett, ein Wollschal. Notiz zum Höhlenfall. Ist ja cool. Was zu trinken, eine Tomatensuppe. Joa, dann lesen wir uns mal das durch. Unter einem Felshaufen in einer Höhle beim Funkturm sind Vorräte versteckt. Text lesen. Ich traue niemandem mehr. Der Strom ist erst seit ein paar Tagen weg und die Leute verzweifeln schon. Ich werde ein paar Vorräte an unserem besonderen Ort über der Stadt verstecken. Du weißt schon, wo wir immer die Sterne beobachten. Vielleicht brauchen wir sie, bevor Hilfe eintrifft. Danke. Well, well. What do we have here? Ja, das ist ein Kapuzenpullover. Sieht jetzt allgemein nicht schlecht aus. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, wir werden uns dann doch noch mal... Ah, ich bekomme noch was von Beil. Das ist eigentlich nicht gut. Na toll, das bringt mir jetzt auch nicht viel. Er bringt 2%. Okay, das können wir nochmal machen. Ich will einfach mal runtergucken. Ich weiß ja nicht... Mist. Könnte man die eigentlich ablegen, ne? Something's gotta go. Ja, da. Alles ablegen. Zack. Fertig. Passt. Dann können wir nochmal kurz gucken. Wir haben jetzt da was noch gefunden. Innere Schicht. Wir haben ja die Beine. Die bringt 1-0 und der bringt... Ne, das ist ja eine äußere Schicht. Der hier. 0,4? Oh, der bringt ja kaum was. Aber der bringt auch nur 0,5, wie es scheint, ne? Der hat mehr Sicherheit, der 0,5 Grad. Wenn ich der repariere, hat der ungefähr das gleiche. Ich spiele Entwickler. Bräuchte noch so ein Wollpulli eigentlich. Da hätten wir viel mehr von. Na gut, dann machen wir mal hier daraus zerlegen. Dann kriegen wir noch ein bisschen Stoff, was man irgendwie brauchen kann. Also müssen wir da oben noch zu dem Funkturm. Da ist ein Höhlenversteck. Okay, das können wir ja dann aber in der nächsten Folge angehen. Dann würde ich sagen Sargen. Das könnte sich vielleicht noch ein Momentchen hinauszögern. Vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht auch nicht. Ich bin mal noch am gucken. Ich würde sagen, wir suchen noch den Milton-Vorratsversteck dann auch auf morgen. Und gucken, ob ich das irgendwie mit diesem Purling-Tee noch mache. Und vielleicht finde ich auch heraus, wie das mit dem Verband dann geht. Und ein bisschen Hagebutte muss ich auch noch suchen. Dann bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen oben oder auch einen Kommi da lassen. Und ein Abo wäre auch was Feines. Und ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch das Video angeschaut habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.